Peace. Hi Leipzig. Schön hier zu sein. Schön hier aufzutreten. Vor allen Dingen schön aufzutreten, wo eine Lampe viel größer ist als ich. Finde ich toll. Schön da zu sein. Wirklich. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Falls es euch aufgefallen ist, ich habe einen Rucksack an und das liegt nicht, ist kein modisches Accessoire oder so, sondern ich habe keinen Dünndarm mehr. Ich werde ernährt über so eine Infusion, die ihr euch im Rucksack vorstellen müsst. Der Dünndarm entzieht nämlich dem Essen die Nährstoffe. Aber ich kann trotzdem alles essen. Ich kann alles essen und ich nehme nicht zu. Kennt ihr Jumbo Schreiner? Der hat das nicht. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus Duisburg und ich rufe dauernd beim Duisburger Versorgungsamt an, weil ich endlich einen Behindertenparkplatz haben will für meine Krankheit, weil ich 80% schwerbehindert bin. Und ich werde dauernd abgelehnt mit der Begründung, ich bin zu fit, ich bin nicht behindert genug. Leute, ich bin 80% schwerbehindert. Stephen Hawking war nur 20% mehr behindert als ich. Wisst ihr, was das ist? Das ist Diskriminierung an hübschen Behinderten. Das Und Leute, ich bin 28 Jahre alt und ich wohne bei meinen Großeltern. Hat jemand Bock zu adoptieren? Nein, Spaß, ich bin wirklich gerne da. Meine Großeltern haben mir eine Sache beigebracht. Die haben mir beigebracht, man kann 50 Jahre verheiratet sein und man muss sich nicht lieben. Also, wirklich. Und meine Oma ist so eine richtige Ruhrpott-Perle. Ne? Meine Oma ist so eine kleine, süße Ruhrpott-Omi ohne Hals. Ne? Die sieht, ehrlich, die sieht aus wie so eine Knetfigur. Mit 4 Zahnstochern, ne, das ist. Und die guckt den ganzen Tag aus dem Fenster, um irgendwas zu beobachten, was nicht existiert. Und neuerdings guckt mein Opa aus dem Fenster, die haben einfach Schichtwechsel gemacht. Und mein Opa guckt immer aus dem Fenster, als hängt der Länder rein. Und letztes Mal guckt er aus dem Fenster und ruft mich einfach. Der guckt aus dem Fenster und sagt, Toni, komm mal her, guck dir das an. Ich sag, Opa, ich seh nichts. Sagt er, doch, komm her, guck dir das an. Ich sag, Opa, ich seh nichts. Sagt er, doch, komm her. Guck dir das an. Ich so, Opa, ich seh nichts. Sagt er, doch, komm her, guck dir das an. Ich so, Opa, ich seh nichts. Was soll denn da sein? Das Auto, das darf da gar nicht parken. Leute, letztes Mal guckt er aus dem Fenster und redet 20 Minuten mit seinem besten Kumpel von gegenüber, der auch aus dem Fenster guckt. Und die sprechen 20 Minuten miteinander und führen ein Gespräch ohne Inhalt. Wolle. Jürgen. Und? Muss. Und selber? Ah, hör doch auf. Was macht die Frau? Frag nicht. Und der Toni? Kennst du doch. Sehen wir uns? Wir sehen uns. Kommt der rein, guckt er mich an, sagt er zu mir, Alter, der hat mir wieder ein Kotelett an den Ohren gelabert. Was ist das denn? Aber mein Opa war auch mein erster Unterstützer meiner Comedy. Ich hab den angeguckt, ich hab gesagt, Opa, ich mach jetzt Comedy. Da hat er sich Zigarette angemacht. Toni, weißt du, wie Kohleofen angeht? Ich sag, ja. Hab niemals Angst. Ich weiß bis heute nicht, was der mir sagen wollte. Ey Leute, ich bin richtig froh, dass heute so gut läuft. Ehrlich. Ehrlich. Vor 2 Tagen habe ich in Berlin gespielt, da war richtig kacke. Da hat mich ein englischsprachiger Comedian angesagt mit den Worten, hier ist für euch meine gute Freund, Toby Beaver. Ich heiße Toni Bauer. Und ich glaube, der hätte das retten können, indem er ans Ende einfach 2 Worte hinzugefügt hätte. Der hätte nur sagen müssen, hier ist für euch meine gute Freund, Toby Beaver. Glaube ich. Oder so ein Glaube ich am Ende des Satzes macht jeden Satz besser. Ich habe deine Mutter im Porno gesehen. Glaube ich. Aber ich sehe eure Gesichter, für euch bin ich gar nicht zuzuordnen.
Für euch sehe ich aus wie ein schwarzer Asiate mit blonden Haaren. Dann komme ich mit Rucksack auf die Bühne, ich heiße Toni Bauer. Ihr denkt, ihr werdet verarscht. Für euch bin ich ein Fabelwesen. Dabei bin ich das, was jeder Türke gerne sein würde. Ich bin Brasilianer. Glaube ich. Hat meine Mutter zu mir gesagt. Aber meine Freunde glauben mir nicht. Deshalb haben die mir letztes Jahr zum Geburtstag so einen DNA-Test gekauft. Haben den so rübergeschoben, haben gesagt, hier, mach den mal. Du bist Türke. Und ich habe den DNA-Test bis heute nicht gemacht, weil ich ein bisschen Angst davor habe, Türke zu sein. Stell's vor, da kommt raus, ich bin Türke. Dann mache ich einfach so Türkensachen. Dann chill ich so vor Tipico. Dann gehe ich einfach so in so ein Shisha-Café und frage den Typen, was hast du Neues da? Und am Ende lutsche ich an so einen Schlauch Doppelapfel, aber trink meinen Red Bull so. Oder wie ich Sachen verneinen würde, ich würde den ganzen Tag so machen. Wie ich das Mädchen ansprechen würde. Ey Mädchen, komm mal her. Egal, du bist eh hässlich. Ganze Stadt kennt dich. Und stellt vor, das klappt einmal und ich hätte ein Date. Dann müsste ich erstmal Auto leasen. Dann würde ich die nur anlügen und würde sagen, wir gehen richtig teuer essen. Und am Ende fahre ich mit dir einfach so McDonald's, McDrive und kaufe so 6 Chicken Nuggets. Und dann stelle ich mich mit der bei McDonald's unter diesen Parkplatz, unter dieser einzigen Lampe, die flackert. Ihr wisst genau, welche ich meine. Guckt er tief in die Augen und fragt die, warum so nervös? Das will doch keiner. Und eigentlich würde ich gerne mal Brasilien besuchen gehen, weil ich mich echt für die Kultur interessiere. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich da das Falsche trinke, aufwache in den Favelas und dass ein Brasilianer lutscht an meinem Schlauch und singt La Cucaracha. Da habe ich keinen Bock drauf. Oder stellt vor, ich laufe mit dem Rucksack durch die Favelas, kommt ein Brasilianer auf mich zu und will meinen Rucksack klauen und sagt auf Portugiesisch, der will meinen Rucksack klauen. Sagt er, ciao, wow, lau, ciao, wow. Keine Ahnung, ich kann das nicht, aber auf Portugiesisch halt, ciao, wow, lau, ciao. Und ich muss denen erklären, dass mein Rucksack ohne mich nirgendwo hingeht. Und dann, peng, erschießt er mich und ich bin tot. Ja, dann lieber Türke. Peace, Leute, hat Spaß gemacht, danke. Toni Bauer. Was für ein netter junger Mann. Toni Bauer, glaube ich. Ja, sehr gut. Ja. Wirklich ein erfrischender junger Mann. Und das ist doch toll, dass er über seine Krankheit Witze macht. Ja, da muss ich es nie machen. Und es gibt natürlich auch so Gags, die kann man bloß in einem gewissen Alter bringen. Ja, wenn er sagt, er hat Angst, irgendwie seine Mutter im Porno zu sehen. Das wäre bei mir, ja, das wäre ja fast so eine Störung der Totenruhe.